So. Wir machen das jetzt einfach mal egal, alles nur Community-mäßig. Jetzt darf ich auswählen. Machen wir es mal so im Wechsel. Also ich wähle einmal aus, ihr wählt einmal aus, aber ihr müsst immer raten. Das ist, oh mein Gott, das wird so böse. Das wird so böse. Pass auf, ich fange jetzt mal, ich mach mal ganz human und nimm mal die Videospiele. Alter, 20 Zuschauer, ich werde mich hier so zum Affen machen, ne? Mach dich bereit, den begeheimen Griff zu erfahren. Vergewissere dich, dass alle wegsehen. Ihr braucht nicht wegsehen, ihr werdet sowieso nicht sehen. Uli, die weiße, was? Die weiße Farbe und eine Perücke, ja genau. Okay, weiter geht's. Das Thema ist Videospiele. Ich weiß noch niemals, was das ist. Ich weiß, okay, ja gut, vielleicht, okay. Oh Gott, wie soll ich das denn? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das wird Alter. Okay, ich kann es einfach wahrscheinlich dann nur beschreiben oder umschreiben. Ist ein. Okay, der erste Begriff ist ein. Es ist ein Spiele-Publisher. Also wie gesagt, das erste sind, besteht aus zwei Sachen. Also das erste ist ein Spiele-Publisher. Macht. Oh Gott, ich glaube auch. Ich glaube. Ja, doch, Prügelspiele, glaube ich auch. Der zwei. Also es gibt, wie gesagt, viele Spiele. Ich, boah, Alter. Lass mich kurz überlegen. Alter, ich weiß gar nicht, Alter, wie soll ich das beschreiben? Boah, das ist so schwierig. Ich weiß kaum Spiele von dem, Alter. Was machen die denn noch? Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein Spieleentwickler. Das ist das erste Wort. Das zweite ist. Es ist, man kann da hingehen. Da sind dann so Sachen ausgestellt und nein, Konami ist es nicht. Es ist da was ausgestellt. Man muss da Eintritt für bezahlen. Man kann da was sehen und es ist aber kein Kino. Alter, das ist so mies. Wie soll ich das erklären? Alter, das ist so schwierig. Alter, das ist so schwierig. Es hat auch was ein bisschen mit Kunst zu tun. Also das zweite Wort vor dem Spieleentwickler, das zweite Wort, wie gesagt, besteht einmal aus Spieleentwicklung und einmal das zweite Wort. Das zweite Wort, wie gesagt, man geht da rein, bezahlt da Geld und dann sieht man halt Dinge, man kann sich informieren über die Welt oder so oder über Kulturen. Alter, das ist so schwer. Weil ich weiß, was hat. Alter, ihr werdet mich so auslachen, wenn ihr jetzt gleich. Ich keine Ahnung, ich kann es. Ich kann mehr nicht. Ich kann mehr nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es tut mir so leid. Vermasselt. Wer soll bitte? Eine Messe? Nein. Es war ein Museum, der zweite Begriff. Es ist Namco. Wer kennt denn bitte? Jetzt sag mir mal ehrlich von euch. Wer kennt denn bitte das Namco-Museum? Jetzt schreien alle gleich im Chat. Ich. Ich seh's doch schon. Ey, das ist. Alter, wie. Alter, das ist. Was? What the fuck? Ja, Namco, das ist. Alter, hä? Ich kenne dieses Museum nicht. So, ihr dürft wieder entscheiden, was nehmen wir denn? Okay. Prost, so, ihr dürft wieder entscheiden. Film, Fernsehen, Bücher, Theater, Musik, Ausdrücke und Sprichwörter, Videospiele oder Zufall. Naja, Namco wäre ich drauf gekommen. Ja, aber ich wüsste jetzt auch kein Spiel von Namco gerade aus dem Kopf so schnell. La 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 la. Okay, einmal Musik haben wir schon. Ich habe ja noch welche nebenher, die noch. Bücher. Was haben wir denn dann noch? Da war gerade Musik, Bücher, Musik, zweimal Musik. Okay, dann nehmen wir mal. Ich würde sagen, dann nehmen wir mal die Musik. Und Tekken, ach ja, Tekken, siehst du, deswegen habe ich ja gesagt Prügelspiel. Mir war da irgendwas im Kopf. So, mach dich bereit, den geheimen Griff zu erfahren. Oh Gott, wie singt man den? Ich kenne den Song nicht mal. Ich soll den singen, aber ich muss ihn umschreiben. Alter. Ich
Alter, ich weiß nicht wie. Alter. Ich kenne das Lied nicht, das ist das Problem. Ich versuche gerade, das den ersten Begriff ein bisschen anders zu umschreiben, dass er vielleicht als erstes draufkommt. Kennt einer vielleicht von euch? Das ist der erste Begriff. Nein, das ist nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich kenne dieses Song. Ö ist auch eine Antwort. Was gibt's denn? Alter, ich hab mir was zum Affen. Hä? Du musst mehr lachen, komm nicht zu überlegen. Ich weiß nicht, wie es. Ich kenne den. Ich kenne diesen Song nicht. Ich kenne zwar andere Songs mit diesem Begriff, ja. Deswegen singe ich ja. Das ist so. Bananaboot-Song. Bananas war schon mal richtig Lexien. Aber nicht in Pyjama, sondern der Banana. Ich hab grad gesungen. Joe, ho Banana, Joe, ha, ho, ha, ho, ha. Weil ich dachte, vielleicht kommt einer auf Banane, aber wie soll ich denn dann bitte, warte, ich kenne den Song nicht. Kennt einer von euch den Bananenboot-Song? Hä? Ich kenne diesen verdammten Wix-Song nicht. Was ist das? Alter. Ich mache jetzt mal Zufall. So. Mach dich bereit, den geheimen Griff zu erfahren. Ja. Es ist Film. Ich kenne diesen Film nicht. Es sagt mir auch nichts. Oh Gott, das wird so schwierig. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie ich euch diesen Begriff erklären soll. Ich kenne diesen... Erkennt nur die Werbung von Chiquita mit dem Bananenmund. Ich weiß nicht, wie ich euch diesen Begriff von diesem Film... Eine andere... Moment... wenn ich sage Moment, nennt mir bitte einen anderen Begriff für Moment. Einen anderen Begriff für... Wird zwar gleich geschrieben, der Filmtitel, wie Moment, nur anders. Also... wenn ich sage Moment, gibt es einen Film, der so ähnlich heißt. Es klingt nur anders. Nein, Sekunde nicht. Nein. Also schon Moment, nur anders. Nein, Augenblick ist es auch nicht. Nein. Es ist, wie soll ich... Nein, nicht Augenblick. Wait, ja, Momento. Oder Mem. Ja, Anur. Centuri hat's richtig, ja. Aber es wird Memento geschrieben. Du hast zwar Momento geschrieben, aber Memento wäre richtig. Ja, lassen wir mal gelten. Ja, Memento, da. Ah, guck an. Magical Lyrics und Silence hatten es jetzt gerade. Dann wäre da der Punkt hingegangen. Das ist, ja. Alter, wieso ich weiß nicht, ob ich es richtig beschrieben habe. So, ihr dürft wieder wählen. Was nehmen wir denn für... Alter, das ist so mies. Lalalalalala. Ich bin gespannt, was für eine Kategorie ihr jetzt wählt. Ich schütte mir nochmal eben schnell was zu trinken ein hier. So, naja, eigentlich war meins nicht richtig, aber okay. Ja, geben wir beide den Punkt. Hallo Enrico, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ausdrücke. Was? Ausdrücke? Ausdrücke, okay. Was haben wir da? Ausdrücke, okay. Zweimal Ausdrücke. Theater. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir nach Ausdrücke und Sprichwörter.
Mach dich bereit, den geheimen Griff zu erfahren. Ich soll das zeichnen? Ihr wollt mich doch verarschen. Ich soll das zeichnen? Alter, wie soll das funktionieren? Alter, das ist so mies. Ich weiß... Erstes Wort. Wie sieht denn das aus? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Das ist das erste Wort, ja? Ja, erste Wort. Ich hoffe, man kann... Alter, ich weiß nicht, wie ich das... Hallo? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht, wie ich das... Alter. Nein. Das gehört dazu. Also... Na, Kartoffel, das ist keine Ahnung, das ist doch keine Glühbirne. Das ist, Alter, ist, wie male ich das denn? Warte mal. Alter, das ist so schwierig. Das ist Banane, das ist auch nicht. Ich weiß doch nicht, wie ich es malen soll. Ist es so besser? Mond, ja, Mond wäre richtig, aber was ist denn der Mond? Der Mond bedeutet, wir haben... Alter, ich darf das doch nicht sagen. Ich muss es doch nur malen. Es ist... Ja! Magical Lyrics und Silence haben es richtig geraten. Per WhatsApp, weil die können in den Chat leider nicht schreiben. Aber sie haben es richtig geschrieben. Spinne am Abend, Equid und Land. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Das gibt's doch gar nicht. Alter, ich hab... Weißt du, hier. Spinne, Mond, Abend. Ja, ich... Die anderen weiß ich gar nicht, wie ich die gemalt hätte. Das ist so mies. Okay, dann war es Magical Lyrics, die richtig geraten. Alter, wie soll man denn bitte sowas malen? Alter. Das ist so... Okay, dann, ich werde, glaube ich, mal nach Fernsehen gehen. Das war ein Sprichwort. Ja, das war ein Sprichwort. Ah, Rätselprinzessin, ja. So. Weiter geht's. Mach dich bereit, die Angriff zu erfahren. Oh Gott. Wie soll ich den umschreiben? Oder jetzt bin ich mal gespannt. Ich kenne es. Also ich kenne es, aber noch nie eine Folge von gesehen. Ist schon ein Hinweis gewesen, glaube ich. Umschreiben. Es ist eine Serie. Es ist eine TV-Serie. Es geht, glaube ich, soweit ich das mal mitgekriegt habe, mal gelesen habe, geht es, glaube ich, um Drogen und sowas alles. Es ist eine sehr, sehr erfolgreiche Serie. Geht, glaube ich, mittlerweile, glaube ich, schon in die 7., 8. Staffel, wenn ich mich nicht recht irre. Es spielt ein Typ mit, der hat so eine Brille. Der ist auch so der Hauptdarsteller von der Serie. Der sieht aus wie so ein kleiner Pedobär, nenne ich den mal. Wie gesagt, ist sehr, 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 sehr erfolgreich. Ja, beide gleichzeitig. Breaking Bad war richtig. Da war er jetzt aber beide gleichzeitig. Es war Century und Magical Lyrics und Silence waren beide gleichzeitig. Ja, Breaking Bad war richtig. Alter Schwede, sollte aber fixen, wie es ja ist. Wäre auch nicht schlecht gewesen, aber war nicht ganz richtig. Alter Schwede. Aber das macht echt Laune. Also ich habe richtig Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr werdet wahrscheinlich noch mehr lachen wie alles andere. Aber habe ich das denn gut umschrieben gehabt? Weil wie gesagt, ich habe noch nicht eine Folge davon gesehen. Ich kenne zwar die Serie vom Hörensagen, soll wirklich sehr, sehr gut sein. Habe ich es denn wirklich gut umschrieben? Oder, guck mal an. Aber so wie schnell wie ihr draufgekommen seid, denkt man schon, dass ich es richtig umschrieben habe. Alter Schwede. So, ihr dürft jetzt wieder wählen, eine Kategorie. Prost. Aber mir macht es richtig Spaß. Wir sind am Lachen wie Hulle. Weiß ich auch nicht, aber wenn es mit Drogen ist, kann es ja nur das sein. Ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. So. Jetzt dürft ihr wieder eine Kategorie wählen. Bücher.
okay, nehmen wir mal, hatten wir ja noch nicht, nehmen wir mal, alter, Literatur, ne? Mit Literatur kannst du mich ja eigentlich jagen, da bin ich ja gar nicht so der... Aber wir nehmen einfach mal Bücher,